Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zur Replay-Ausgabe in dieser Woche. Wir sind auf Tier 6 unterwegs. Erste Runde von WOT in seinem AMD Radpanzer, genau genommen der Panhard AMD 178B. Der erste Radpanzer der Franzosen im Tech Tree geht ja auf Tier 6 los. Der unterscheidet sich jetzt noch nicht so massiv von den anderen Lights auf Tier 6. Er ist halt ein bisschen schneller, was den Topspeed angeht, als viele Lights, aber auch nicht übermäßig. Er hat ein sehr gutes Leistungsgewicht und ansonsten ist es halt ein typischer Light. Er hat eher so ein bisschen das Sichtweitenproblem von gerade mal 300 Metern. Das sieht man auch auf der Minimap. Und der Tarnwert ist auch in Ordnung, aber auch nichts, was man jetzt positiv oder negativ hervorheben müsste. Wir sind hier in einer Achterrunde, also er hat hier natürlich auch entsprechende Gegner, wo er aufpassen muss. E25 kann auch als Scout missbraucht werden, ansonsten ein gegnerischer Radpanzer und die eigene Hellcat ist hier schon mal, Super Hellcat ist ja schon mal zurück in die Garage gegangen. Ja, legt sich hier auf die Seite und hebt sich selber wieder an. Das ist, ja, Radpanzer, ne? Das ist die tollste Mechanik, die wir so kennen in WOT. Und Fjorde ist natürlich jetzt auch nicht gerade unbedingt eine mega, ja, freundliche Scout-Map. So, da. Burask ist natürlich auch ein Gegner, der ziemlich fies ist. Hat er hier HE geschossen auf den Burask? Jo, das war HE mit 75 Pennen. Wir gucken mal auf die Kanone. Das ist eine 75mm Kanone, 120 auf AP, 160 auf der APCR, die hat er gar nicht mit dabei. 75 auf HE, Alpha regulär 110. Oh, hallo Ferdinand, ja, und der macht den hier auch schon instant auf. Ja, 7. Ist ein bisschen lustig natürlich. Mit HE 7 Damage in die Seite. 110 der reguläre Alpha, 175, wenn er mit HE durchschlägt. 0,40 Genauigkeit, 1,7 Sekunden Einziehzeit. Und auch recht gute Softsets. Und wir haben gerade gesehen, das Teil fährt vorwärts genauso schnell wie rückwärts. Das ist vielleicht auch so eine Besonderheit, die man hier hervorheben muss. Er kann also wunderbar einfach aus einer Situation wieder wegfahren. Und hier kriegt er gutes Spotting. Er versucht dem E25 die Kette zu ziehen, aber ich vermute mal, dass der Modulschaden da nicht ausreicht, um mit einem Schuss dem E25 die Kette kaputt zu machen. Also zumindest vollständig. Deswegen kann der da noch weiterfahren. Ich vermute, der E25 hat da eine angekratzte Kette. Da ist der gegnerische Radpanzer, der scheint AFK zu sein. Er lädt jetzt hier auch HE vor. Wir haben eine Nachladezeit von 4,2 Sekunden. Ja, und gegen so einen Gegner lohnt sich die HE natürlich schon. Und da kann man auch die etwas, ich sag mal, mäßige DPM im Light-Bereich so ein bisschen pushen. Das funktioniert aber natürlich nicht mit jedem Fahrzeug. Und von daher ist das so ein bisschen tricky. Ui! Hat er Glück gehabt. So ein Radpanzer kann auch gerne mal relativ schnell kaputt gehen bei so einer Aktion, wenn er nicht genau auf den Rädern landet. So der E25... Ich habe keine Ahnung, der ist AFK? Oder guckt der nach da... Ich glaube, der ist AFK. Und jetzt geht es ja schon Richtung Hellcat. Da lohnt sich dann wieder eine HE. Wir sind bei 800 Spotting. Da ist die Arti. Hallo? Ja, auf einmal verschossen. Spotting kommt da auf die Hellcat. Aua. Ja. Und jetzt an die M44. Ja, mit HE sehr gut. Die dreht, die verschießt. Und hier sehen wir natürlich den Nachteil von dem Radpanzer, nämlich der recht eingeschränkte Dreh, die recht eingeschränkte Drehfreudigkeit. Die Hellcat kann da nochmal nachsetzen. Er setzt nochmal 1600 nach. Und damit ist die Hellcat aber jetzt auch Geschichte. Das Problem ist, er ist jetzt ein One-Shot. Hat zwar 3 Kills, aber jetzt muss er aufpassen. Und jetzt kann man hier natürlich wunderbar in das... Ja, Auto-Aim ging da höchstwahrscheinlich irgendwo in eine blöde Stelle, wo ein Bounce-Winkel ist. Jetzt kann er hier wunderbar die Heavy Lane abfarmen und kriegt da ein bisschen Damage in das Heck des italienischen Jagdpanzers. Das muss der Achter gewesen sein, oder? Ich guck mal kurz. Ne, der Siebener. Da ist der Löwe, der fährt durch.
auf den Churchill. Kommt der, ach krass, da kommt er durch. Steht er da mit dem Heck? Ich kann das nicht so richtig erkennen. Kann man das Haus da eventuell kaputt schießen? Okay, das hat sich erledigt. Der Churchill ist tot. Auf den Löwe und auf den SMV kommt er nicht mehr drauf. Ja, das ist der 7er. Der Buras geht raus. 13,6. 2000 Schadenspunkte. Jetzt lässt er hier noch den T-34-85 vor. Es ist jetzt so eine Situation, ne? Was macht man jetzt? Geht man jetzt cappen? Was überlegst du? Okay, cappen willst du nicht. Auf den Löwe hast du auch keinen Bock. Das heißt erstmal jetzt einfach abwarten, bis die Runde vorbei ist. Eigentlich ganz gut gespielt. Du hast Support gehabt, das war wichtig. Die Aktion gegen den E25, die war schon recht mutig. Generell diese kleine Bergstraße da auf der 7er Linie, die ist ein bisschen, na wie soll ich sagen, die ist einerseits wichtig, aber auch ziemlich gefährlich, weil da kann man auch relativ schnell dann irgendwie raus sein. Wenn man da aber gerade von diesem Startpunkt aus einen guten Spot auf die Position vom E25 liefert, kann man da durchaus auch Supportschaden abfarmen. Mit der Runde gibt's die erste Gunmark und das Panzer Ass. Eigentlich relativ unspektakulär irgendwie gespielt. Es ist gar nicht so viel passiert. Aber auf der anderen Seite hier das Team auf jeden Fall gut unterstützt und auch auf jeden Fall am Ball geblieben und nicht mega passiv gespielt, obwohl das hier halt eine Runde gegen Achter war. Wir sehen aber auch, der Gegner 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen keinen Schaden. Der E25 hat sich da nicht gerade durch Leistung hervorgehoben. Der einzige Gegner, der hier richtig eine ordentliche Runde hat, ist der Burask. Das wäre auch der Gegner gewesen, der im Spot technisch und naja, es sei eigentlich ein Medium, aber als Leitersatz auch hätte gefährlich werden können. Ansonsten war es ja natürlich auch ein bisschen glücklich, dass der Gegner auch nur einen Radpanzer hatte. So, 2037 Schadenspunkte, 3 Kills, 1134 Basiserfahrungspunkte. Spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass der Panzer sehr gut gefahren wird, dass es dafür schon einen Panzerass gibt. Dabei kriegt man bei anderen Fahrzeugen gerade mal mit Glück die zweite Klasse. Aber gut, das sind dann auch andere Fahrzeuge. Zu den 2000 Schadenspunkten kommen noch 1100 Support. Das ist für das, was das hier für eine Map war. Low Tier und mit der Sichtweite insgesamt eigentlich ganz in Ordnung. 47.000 Credits oder fast 48 aus der Runde rausbekommen und insgesamt 2552 Erfahrungspunkte. Zweite Runde. Wir sind wieder auf Tier 6 unterwegs und haben wieder eine Low-Tier-Runde gegen 8er. Und wir sind RETV im Stritzwagen M4257. Wir machen kurz Pause, gucken, was er unten eingebaut hat. Ein Drehmechanismus, eine Optik und eine Zielführung. Wir sind hier auf Stutzjanki. Ich bin sehr gespannt, was wir hier sehen werden mit diesem Tier 6 schwedischen Premium-Medium, der auch ein Autoloader ist. Davon gibt es im 6er-Bereich nicht allzu viele. Wir haben noch den M4A1 FL10. Na, das ist der französische Sherman mit dem Autoloader. Und wir haben noch den Skoda T25. Das ist so im Medium-Bereich die Kollegen, die wir da haben. Was haben wir hier? Wir haben hier gerade mal 45 Topspeed bei einem Leistungsgewicht von 14,04 PS pro Tonne. Das ist im Vergleich zu den zwei anderen genannten nicht unbedingt sehr spritzig. Das muss man also wissen. Wir haben dafür aber 4 Granaten im Magazin. Das hat der M4 auch, der Skoda nicht. Und wir haben hier Durchschlagswerte von 148 auf AP. Und 190 auf APCR, damit kann man durchaus arbeiten. 150 der Alpha pro Granate. Und hier natürlich jetzt, oh, der bounced am Panther. Erstmal gefährlich. Ja, also 150 Alpha pro Granate, HE38 pennt bei 185, ist jetzt nicht so relevant. Der Clip braucht 16 Sekunden, hat eine Intra-Clip-Reload von 2 Sekunden. Das ist insofern wichtig. Denn die Einzielzeit sind 2,3 Sekunden. Hier muss man also gerade auf hohe Distanz aufpassen. Das muss man wissen. Ansonsten geht beim Schießen das Fadenkreuz immer weiter auf. Ich habe ja gesagt, Low Tier. Nichtsdestotrotz, genauso wie in der ersten Runde, sehen wir hier einen, ja doch, sehr mutigen Sechser, der hier erwartet, dass da gleich noch ein T-34-100 irgendwo kommt. Oder der Panda, der schon offen war. Aber auch die Su und die zwei Skorpione waren noch nicht offen. Und auch der Light fehlt noch. Da haben wir die 6er Su. Autsch. Nee, die verschießt.
Das war aber leider nicht sein Spotting. Da guckt der T-34-100 hoch. Auch der Schuss geht da leider nicht durch, sondern bounced. Die Softstats der Kanone sind nicht wirklich geil. Und gerade in Kombination mit der Einzielzeit kann das durchaus ein bisschen nervig werden. Wir haben 6 Grad Gun Depression. Die sind auch rundherum verfügbar. Keine Einschränkung, was das angeht. Aber natürlich sind 6 Grad Gun Depression nicht unbedingt die, ja, der supergeile Wert. Hier jetzt vor dem WZ, so ihm sich einfach davor zu stellen, das finde ich persönlich nicht so geil. Weil damit kann der WZ dir... Naja, gut, okay, du fährst wieder zurück, aber... Das kann übel nervig werden. Wenn dir gerade als turmloser Jagdpanzer... Da ständig jemand vors Rohr fährt, da bin ich persönlich so gar nicht Fan von. Auch der hier hat sichtweitentechnisch nicht überragendste Werte. Oh, hallo Scorpion G. Hier sehen wir mal das Problem der Kanone auf hohe Distanzen. Die ersten zwei gehen vorbei. Und die dritte und vierte, die trifft dann. Ja, 350 Meter die Sichtweite. Das ist natürlich nicht gerade überragend. Also zum Spotten eignet der sich jetzt nicht unbedingt. So, nachladen, die Hellcat. Oder nochmal auf den Skorpion. Ja, doch, da... Aber das ist wieder so ein Schlüssellochschuss. Vorbei. Also hier sehen wir schon, die Genauigkeit und auch die Softstats sind nicht unbedingt das, was man hier mit solchen Schüssen dann, ja, also wo man solche Schüsse gut anbringen kann. Aus 4 Granaten kommt jetzt eine ins Ziel und bei einem 150er Alpha ist das natürlich jetzt nicht wirklich erquickend, was man dem Skorpion da reindrücken kann. Okay. Hier die Hellcat irgendwo. Eigentlich sind hier, also hier sind 2 WZs TDs. Der Light und er. Und der Light ist auch der Autoloader. Und entsprechend könnte man hier eigentlich mal, wenn er jetzt nachgeladen hat, seine Teammates dazu animieren, noch einfach mal rein zu pushen. Ja, irgendwo steht noch ein Skorpion G und irgendwo noch eine Su-130, aber und Nashorn ist auch noch nicht gespottet. Eine Su-100 hätte Fahrradkette hin und her. Einfach mal ein bisschen drauf. Aber irgendeiner muss sich halt opfern. Und ich kann schon verstehen, dass das jetzt nicht er oder der 7er Light sein. Er schreibt jetzt auch Push. Ja. Es muss halt einfach jemand anfangen. Und es wäre schon, ja, der Light auch. Ja, okay. Und die WZs müssen dann aber halt mitfahren, weil die sind dann dafür verantwortlich, ordentlich Damage rauszuballern. Denn ich glaube, der WZ, der 8er, ist das der, Tech-Tree 8er, der hat, glaube ich, 440 Alpha. Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. So, da geht die Hellcat raus. Da ist das Nashorn. 1, 2. Das, okay, hat aber lange gedauert, bis das Nashorn da ihn aufmacht. Sehr gut, noch auf Kette gesetzt. 611 Damage. Wenn man Standard würfelt, also jeweils 150, kommt man auf 600 potenzieller Clip Damage. Also hier ein leichter High Roll. So, und jetzt muss er hoffen, dass der DA... Okay, der WZ hilft ihm da. Jetzt ist er nachgeladen. Wir sind bei 1600 Damage. Das Nashorn ist mehr oder weniger ein One-Shot. Was heißt mehr oder weniger? Es ist ein One-Shot. Da ist der Scorpion G. Und die spannende Frage ist... Su-130. Wo hat sie sich versteckt? Geht sie irgendwo auf? Schwierig jetzt. Da könnte eventuell der T-71 helfen. Da nimmt der U das Nashorn blind raus. Sehr schöner Schuss. Und da ist der Scorpion G. Der kriegt vom WZ ein... Oh, da ist die Su-100. Natürlich ist die Frage, auf wen man jetzt eher geht. Kriegt er das Support auf die Su-100? Sieht nicht danach aus. Hallo Scorpion. 1. Der checkt es nicht, von wo es kommt. Ah! Das war mutig. Das hätte auch dazu führen können, dass du mal eben 94 Schadenspunkte los bist. Aber der Scorpion reagiert zu langsam. Und dementsprechend hast du da Glück. So, da kommt die Su-100. Oh Gott, und die geht ja jetzt ehrlicherweise... Da ist er. 1, 2. Na, da kommt die Arti. Die Su geht raus.
Der Scorpion G geht raus vom WZ, sehr gut. Und nochmal ein schöner Clip hier in die Su-100 rein. Und die Arti macht dann nur die Kette kaputt. So, die Frage ist immer noch, wo ist die Su-130? Ich tippe ja fast drauf, dass sie AFK ist. Oder sie steht irgendwo auf der Einzellinie rum, genauso wie die S-51 vermute ich mal. Ja, da ist die Artillerie. Und die spannende Frage ist eigentlich wirklich, wo ist die Su? Weil die kann im Zweifelsfall... Wow. Die Crusader nimmt den Light raus. Wie geil ist das bitte? Die kann dann im Zweifelsfall noch richtig gut Schaden rausbatzen hier, die 130er. Und sie hat auch einen guten Tarnwert. Ich bin mir nicht sicher, dass er sie hier so ohne weiteres gespottet bekommt. Da ist wieder die Artillerie. Die ist echt schwer zu... Ja... Wow, die ist schwer zu treffen. Okay, du bist jetzt hier aber nicht aufgegangen. Das ist interessant. Denn das heißt im Umkehrschluss, dass die Su woanders steht. Vielleicht irgendwo auf B1. Hinter der Bahnlinie. Wobei, da wäre der U das jetzt auch schon irgendwie angekrabbelt worden. Wo ist die? Wo ist die Su 130? Hm. Ja, der Udes macht da Ringelpiez mit Anfassen mit der Artillerie. Das ist schon ein bisschen geil. Denn der Udes hat das Problem, er muss natürlich stehen bleiben und den Modus wechseln, um hier vernünftig gegen die Arti was machen zu können. Oh. Und dann nimmt die Gegner, die eigene Crusader SP, die gegnerische Crusader SP raus. Es wäre natürlich jetzt schön gewesen, noch einen zweiten Kill zu bekommen. So, und wo ist die 130er? Die hat zwei Kills. Das heißt, die ist nicht AFK. Das ist schon spannend jetzt hier, wo die sein kann. Hm. Steht sie wirklich hier oben? Nee. Nee, nee, da wäre er jetzt schon offen. Bin gespannt, ob wir die noch sehen werden hier. Oder ob der WZ jetzt einfach durchcappt. Können wir mal ein bisschen Zeitbeschleunigung machen? Mal gucken. Ja, hier kommt natürlich jetzt das Problem zu tragen, dass der... Da war ein Schuss auf den Udes. Hier kommt das Problem jetzt zu tragen, da ist er doch. Dass der Stritzwagen hier nicht der mobilste ist. So, gibt's nochmal einen vollen Clip. 1, 2, 3 und... Wow, okay, der hätte ein bisschen entspannter gezielt sein können. So, der Udes geht da raus. Jetzt ist es natürlich spannend, weil ich habe es ja schon angesprochen. 350 Meter Stocksichtweite. Okay, gut, da ist sie wieder. Jetzt cappt sie selber. Das ist natürlich sinnlos, weil... Da kommt ein Decap, weil natürlich der WZ im eigenen Team jetzt hier schon viel weiter gecappt hat. Ein Schuss kannst du dir fangen. Und rein theoretisch... Ja, okay, jetzt auf jeden Fall easy. Oh, da war eine Bodenwelle. Reicht's trotzdem? Ja, müsste reichen. Eieieiei. Ich wollte gerade sagen, sie hatte irgendwie 590, dann kam der Schuss von der Arti, dann hätte es eigentlich reichen müssen, aber dann dieser eine verschossene Schuss durch diese Bodenwelle und das Auto-Aim hätte das hier fast nochmal spannend gemacht. Die Auswertung zeigt uns auch hier ein Panzerass, ein Großkaliber, 3519 Schadenspunkte hier am Ende. Gerade auf die Su gab es da nochmal ordentlichen Schadensboost. Das ist immer so der Schaden am Ende einer Runde, der dann quasi diesen Unterschied macht zwischen, ja, die Runde war jetzt ganz nett oder es ist halt eine richtig gute Runde. Den sollte man nicht verachten, den Schaden. Und von daher sehen wir ja auch, zu was das am Ende führen kann. Nämlich mal eben locker flockig hier als Low-Tier, ein 6er, ein Panzer als gegen 8er. Zwei Kills, 1480 Base-XP insgesamt gibt es hier, 278 Spotting. Ja gut, ist halt ein Medium mit einer eher mäßigen Sichtweite und natürlich auch nicht der Mobilität wie der Light in der ersten Runde. Insgesamt sehen wir hier Premium Account und Premium Panzer 116.000 Credits aus der Runde raus. Lohnt sich also dann doch schon hin und wieder. Auch wenn ich zugeben muss, dass dieser Medium hier nicht unbedingt mein
super Liebling ist und ich den super gerne fahre, weil die Kanone dann doch schon mal ein bisschen zickig sein kann. Dafür hat sie natürlich das Clip-Potenzial, keine Frage. Mit den ganzen Boni, die es hier gibt, sind es 4329 Erfahrungspunkte insgesamt. Und ich glaube, wir haben heute gesehen, dass man auch als Sechser gegen Achter mit ein bisschen Glück, Matchmaking muss passen, Team muss passen, aber wenn das zusammenläuft, auch durchaus mal angenehme bis sehr, sehr gute Runden haben kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt, schwieriges Wort, GameOnFan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Baron, Heimdall und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.